Servus Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr von diesen Bildern auf diese Bilder kommt und das innerhalb von nur 5 Minuten. Und das ist auch der Grund, warum ihr euch nicht mit den Menschen auf Instagram vergleichen solltet, weil diese Bilder immer unter den perfekten Conditions geschossen werden und niemals die Realität repräsentieren. Und dafür ziehen wir einmal unser T-Shirt aus und stellen dann einen Timer auf 5 Minuten und machen die geisteskrankeste Transformation in nur 5 Minuten. Let's go! Wir haben hier schon die Softbox bereitgestellt. Das ist einfach ein großes Licht und das haben wir jetzt frontal platziert. Frontal platziert bedeutet, das Licht kommt direkt von vorne auf uns, wirft keine Schatten und das ist natürlich sehr schlechtes Licht. Und Julia hat in diesem Licht jetzt schon ein paar Bilder von mir gemacht, die ihr gesehen habt. Dann würde ich sagen, starten wir den Timer und dann beginnt die Transformation. 3, 2, 1, 5 Minuten laufen. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Transformation als allererstes, obviously anspannen. Ganz krasse Difference von so auf das zweitwichtigste ist das Licht. Wenn Licht von oben kommt, wirft es harte Schatten. Deswegen stellen wir das Licht jetzt nach ganz oben, so hoch wie es geht. Es geht leider nicht von ganz oben, aber ein bisschen mehr. Mehr nach oben geht nicht, aber es reicht auch schon. Okay. Zu niedrig. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal einen deutlichen Unterschied. Wenn ich jetzt anspanne, sollten die Schatten schon mal größer sein als vorhin. Oder Julia, was sagst du ja in der Kamera? Einfach nur, weil das Licht von oben kommt. Das nächste ist ein Pump. Wir haben noch 3 Minuten 25. Ich werde jetzt 2 Minuten Liegestütze machen, weil das durchblutet die Muskeln nochmal. Und vor allem, wenn die Schultermuskulatur und die Brustmuskulatur stark durchblutet ist, sieht so eine Physik deutlich krasser aus. Wir versuchen jetzt einfach den Muskel kurz zu überlasten, sodass der Körper viel Blut an die Stellen schickt und das sollte nochmal eine enorme Differenz machen. Hier für die Schultern. Oh. Okay, 1,50, der Pump kommt schon langsam, machen wir noch ein Set. So, sollte reichen. Es kommt schon langsam ein bisschen Blut, es geht natürlich auch noch viel extremer. Das könnte man jetzt 10 Minuten so machen und es wäre nochmal eine Differenz. Aber wenn ich jetzt nochmal drunter gehe, dann sollte man nochmal auch in den Armen einen deutlichen Unterschied sehen, einfach weil viel Blut drin ist. Wir haben noch 1 Minute und machen den letzten Step. Und das ist was, was sie immer beim Shooting von Fitnessmodels machen. Sie sprühen sie mit ganz viel Wasser ein oder sogar Glycerin. Ja, Julia, ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn du das machst. Boah, das muss richtig viel sein, das muss richtig runterlaufen. Ja, hier. Okay, und jetzt sieht man auch noch mal mehr Schatten durch das Wasser und es glänzt mehr. Ich würde sagen, das ist ein ganz anderer Look als gerade. Wir haben noch 10 Sekunden, noch einmal einen kompletten Flex. So, ich hoffe, das zeigt euch, wie krass man diese Bilder fälschen kann. Vor allem kann man ja noch super viel auch im Editing-Programm rausholen. Und da kann man nicht nur bei den Fotos tricksen, sondern auch bei Videos. Und das zeige ich euch jetzt nochmal. Nicht mal die Videos, die ihr seht online, die sind echt. Ich habe einfach mal den Clip hier vom Ende genommen, wo ich nochmal anspanne. Und wenn wir jetzt in die Farbbearbeitung gehen von DaVinci Resolve, gibt es hier einen Effekt. Das ist dieser Mid-Tone Detail Effekt. Wenn ich den jetzt mal hochslide, dann seht ihr, dass es fügt Detail hinzu in den Mitteltönen. Wenn ich es mal an- und ausmache, seht ihr, hallo Katze, die krasse Differenz, die das nochmal macht. Und ich könnte das jetzt, also irgendwann sieht es dann natürlich unecht aus, ich könnte das jetzt auch nochmal verdoppeln, so wäre schon fast ein bisschen unecht. Aber ihr seht, es sieht gar nicht mal so unecht aus. Wenn man es weiß, dann sieht man, dass es ein bisschen zu scharf ist, als es eigentlich sein sollte. Aber wenn man jetzt nur das Video sieht auf Instagram oder was weiß ich, dann wüsste man gar nicht, dass es vielleicht so krass bearbeitet ist. Aber ist es, wenn man jetzt mal das vorher nachher sich anguckt.
Ich zoome mal rein. Also das sind ja Welten. Obwohl es ein Video ist, das ist so leicht zu bearbeiten, so schnell. Ich habe hier 2 Klicks sozusagen gebraucht. Und in diesem Sinne, vergleicht euch nicht mit den Menschen auf Instagram, vergleicht euch mit euch selber, dass ihr besser seid, als ihr es gestern wart. Und in diesem Sinne...